Einen wunderschönen guten Tag zusammen und frohe Weihnachten! Ho, ho, ho. Strange Days hier. Und natürlich ein bisschen verspätet alles, aber wie versprochen, ein kleines Weihnachtsspecial. Ich sitze hier am PC von meiner Mama und habe den gerade mal eben mit meiner Recording-Software und so vollgemüllt. Zumindest mit dem Gröbsten, was man so braucht. Und wie gesagt, back to the roots heute. Wir spielen ein bisschen Dwarf Fortress. Yay! Eine neue Welt haben wir erstellt hier. Kann sein, dass es ein bisschen lauter wird ab und zu. Ich habe hier alles nur so notdürftig mal aufgebaut. Guck mal, hier ist die Welt, die ich bereits erstellt habe. Und ist eine kleine Welt, habe ich genommen. Alles eine kleine, frische Welt, die bereit ist von uns, was auch immer zu werden. Übrigens weiß ich nicht, welche Version von Dwarf Fortress wir spielen. Ich glaube 3, 4, 11 kann das sein. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass in der Zeit, seit ich das letzte Mal was davon aufgenommen habe, ein richtig neuer offizieller Release von einer neuen Version war oder so. Ich glaube, das hätte ich mitbekommen, weil ich gucke da immer mal wieder nach. Weil sollte das passieren, dann werde ich da auf jeden Fall Videos drüber machen. Ja, gehört halt voll dazu. So, ja, ich würde sagen, wir akzeptieren diese Welt und machen mal krass saven irgendwelche World Settings, was auch immer es bedeutet. Währenddessen natürlich wieder Werbung für den Podcast. Hört euch unbedingt das Weihnachtsspecial vom Resonanzraum an. Ist es so lustig. Wir haben ziemlich viel getrunken und dabei viel Quatsch aufgenommen. Es ist unterhaltsam. Ich finde es unterhaltsam auf jeden Fall. Und wie geht's euch so? Krass Geschenk bekommen und so? Ich war gestern ein bisschen überrascht. Ich habe krasse Geschenke bekommen. Hab gar nicht mit gerechnet. Und ich habe meiner kleinen Cousine, die ein Justin Bieber-Fanatiker ist, ja, so ist das. Was tut man dagegen, ne? Habe ich tatsächlich erfolgreich etwas geschenkt, was nichts mit Justin Bieber zu tun hat und ihr trotzdem gefallen hat. Oh ja. Los geht's. Wir machen natürlich Adventure. Nach wie vor wollt ihr mich mit Sicherheit nicht den Versuch machen sehen, ein Fort zu bauen, also eine Festung zu bauen. Da bin ich einfach. Das kann ich einfach nicht. Ich habe diesmal mal übrigens, ich hatte keine Lust, irgendwie wieder hier GEMA-freie Musik erst zu suchen, gute zu suchen, runterzuladen, bla bla bla. Deswegen habe ich einfach mal, lasse ich die Original Dwarf Fortress Musik im Hintergrund laufen. Die ist ja auch schön. Das Geklimper, ich mag das. Ich bin einfach nie drauf. Das wollte ich eigentlich früher schon machen, aber das Blöde ist, wenn man den Adventure Mode startet, dann hört die Musik halt auf. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, einfach Dwarf Fortress zweimal zu starten und das einfach den Intro-Bildschirm im Hintergrund rumstehen zu lassen. Interessant, oder? Wie sowas funktioniert. Es ist Weihnachten. Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht mal als Bauer anfangen, so ganz weihnachtlich, wie sagt man, demütig. Demut, was ein Käse. Wir spielen einen Zwerg. Mit Zwergen haben wir irgendwie immer Glück, ne? Ein Zwerg von C von Namen. Obwohl, dann schauen wir, auf der anderen Seite fangen wir dann in den Bergen an. Das kann auch nervig sein. Egal, ich will ein Zwerg von C von Namen sein. Und unser Status ist, ja, normaler Held. Blark. Ich mache mal kurz Pause und verteile die Punkte. Das ist ja öde. Okay, alles eigentlich wie immer. Wie damals. Wir sind stark, so agil und tough. Alles ein bisschen was. Und haben aus irgendeinem Grund Willenspower, was auch immer es bedeuten mag. Wir sind ein Axtzwerg, ein ziemlich guter Axtkämpfer. Und wir können. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich den Cursor mit aufnehme. Ich hoffe einfach mal. Sonst stellt ihn euch einfach vor an der richtigen Stelle. Da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken. Voll deeper Quatsch hier. Wir können gut Schild benutzen.
ein bisschen Rüstung und vor allem können wir sehr gut ausweichen. Und dann habe ich aus dem allen noch ein paar Punkte wieder rausgenommen, damit wir auch cool beißen können. Ich hoffe, ich denke daran, das dann auch mal zu tun. Wahrscheinlich in einer sehr dummen Situation, das wird uns das Leben kosten. Aber so wollt ihr das und kennt ihr das, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Namen aussuchen. Gucken, wollen wir mal versuchen, was weihnachtlich zu finden? Boah, das wird schwer. Ingishkret. Wuka Treasure Pillar. Mountain. Oh, Cock Mountain Blot. Finde ich eigentlich schön, aber es ist als Bald Notch. Glow Dagger. Helmet Brown. Town Danger. Nö. Figure Blameless. Auch komisch, nee. Neil Lashed. Postcrafted. Page Ford. Trade Stone. Komm, gib mir einen Tannenbaum oder so. Das finde ich super. Ich möchte ein Royal Tannenbaum sein. Tongue's Wound. Lantern Struck. Form Touches. Alles Blödsinn. Alles doof. Komm schon. Habe ich den ganzen Tag Zeit. Ich habe doch auch Urlaub. Oh nein, da war was mit Bell. Das hätte ich nehmen können. Highland Bell. Das war perfekt. Mann. Loft Ring. Ja. Post Tunnels. Ring Texas. Tongue Slavers. Hazy Clasps. Dance Dagger. Right. Oh, komm schon. Gib mir irgendwas. Irgendwas, womit ich leben kann. Ich bin viel zu wählerisch, was diesen Namen angeht. Aber es muss irgendwie sein. Das ist das Wichtigste bei Dwarf Fortress. Irgendeinen komischen, merkwürdigen Namen für seinen Charakter zu bekommen. Wie halt Lord Tattooed Pants, ne? Torch Splashed. Ist da gerade jemand an die Tür gekommen? Shit, ich mach mal kurz auf Pause. Der Weihnachtsbesuch, ne? Diese Zeit ist das so. Dafür haben wir jetzt einen voll weihnachtlichen Namen. Überhaupt nicht, ich hatte einfach keine Lust mehr. Manhandle. Total weihnachtlich und ein bisschen zu erotisch. Na gut, und sagen wir mal Go. Go? Ich wieder nicht aufs Fenster geklickt? Nein, habe ich nicht. Go. Alter, Go. Aha! Da sind wir. Und wieso ist gerade alles dunkel geworden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir umgeben von einem Haufen von Hühnern, wie es aussieht. Okay, und die laufen alle ineinander. Das finde ich ja sehr knuffig. Die streunende Katze gibt dem streunenden Hund eine Kopfnuss. Krasse Sache, ey. Gott, ich muss mich auch wieder an die Steuerung gewöhnen. Was machen wir? Wir fangen an, wie wir immer anfangen natürlich. Wir suchen im ersten Dorf nach ein oder zwei Begleitern. Wieso ist es gerade alles so langsam? Passiert hier gerade viel, vielleicht bin ich irgendwie in einer großen Stadt oder so, aber es ist gerade alles ein bisschen, FPS-Zahl ist ein bisschen niedrig irgendwie. Obwohl, ich habe es natürlich auf diesem PC auch noch nie gespielt. Ist jetzt auch nicht mehr der allerfrischste. Aber das sieht ja eindeutig, wir sind mitten in einer krassen Großstadt gespawnt, so wie es aussieht. Ein Händler. Lauf, kleiner Zwerg, lauf. Überall nur Händler. Aber, das bedeutet natürlich, wenn das hier wirklich eine große Stadt ist, dann gibt es hier mit Sicherheit auch irgendwo ein Schloss. Und da könnten wir natürlich Begleiter finden. Allerdings bin ich nicht sicher, ob die einen, ich glaube, die begleiten einen normalerweise nicht so, keine Ahnung, die für irgendwelche Lords und Ladies arbeiten, die begleiten einen nicht, außer man hat schon einen gewissen Status erreicht, sage ich mal. Wie wäre es, wenn wir erstmal einfach irgendwen fragen, was es denn hier so zu tun gibt? Das finde ich eine Idee.
ein Juwelier. Jo. Was geht? Oh ja, ich bin der Manhandle. Hallo Zwerg. Hallo Zwerg, sagt er. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Paxrow, hä? Mhm. Nö, ich weiß es nicht besser. Ich laufe einfach nachts in der Wildnis, laufe ich einfach rum. Mir ist es egal. Service. Okay, ein Outcast hat hier irgendwelche. Ein Außenseiter hat irgendwelche. Ein Gesetzloser hat Verbrechen gegen die Gemeinde begangen, wie es scheint. Und suche und töte Kislir Myrt Famine. Den Höhlenfischmann. Oh mein Gott! Das hört sich gut an. Suche in Dalt Mind. In den Sewers. Okay. Wir sollen in den Untergrund gehen. Wisst ihr was? Ich habe nicht vor, hier mehrere Teile draus zu machen oder so. Das Weihnachts-Special Dwarf Fortress hier. Das wird ein Video, da bin ich ziemlich sicher. Und deswegen, ihr wisst genauso gut wie ich, dass wir das nicht überleben werden, wenn wir jetzt runter in den Untergrund gehen. Also ziemlich wahrscheinlich zumindest. Weil ich habe das noch nie überlebt. Selbst mit einer richtig starken Gruppe. Irgendwann hat es mich immer erwischt. Aber, wisst ihr, was ich jetzt mache? Damit laufe jetzt noch ein bisschen rum und suche Gefährten. Und ja, dann tun wir, was getan werden muss, und hinab in die Dunkelheit, in den sicheren Tod. Das Gefährtensuchen mache ich off-cam. Also, bis gleich. Aho, ahi. Wir haben einen Begleiter gefunden. Wir haben das Schloss auch gefunden. Und einen Elfenbogenschützen haben wir hier. Und der will natürlich benannt werden. Wie immer. Wie macht man das nochmal? Scheiße. Ah ja, ja, das sieht gut aus. Customize. Yeah. Nickname, der wird einem aber gar nicht angezeigt, glaube ich. Ich nehme Loki's Hand oder Loki's Hand, ich weiß nicht wie. Ich gucke einfach in meine Subscriber-Liste und nehme auf Zufall einen raus. Seid mir nicht böse, wenn ihr nicht dabei seid. Irgendwann kommt ihr alle nochmal im Video vor, auf jeden Fall. Bei 50 Subscriber gibt es auf jeden Fall nochmal einen XCOM-Subscriber umbringen. In mehreren Teilen und gigantisch und überhaupt. Ich schreibe den Namen einfach zweimal irgendwo hin, damit er auf jeden Fall irgendwo auftaucht. Okay. Groovy. Bowman Lucas Hand. Okay, das hat ja funktioniert. Gucken wir mal, ob wir noch mehr Leute hier finden. Hallo. Oh, das sieht gut aus. Ich weiß natürlich nicht, wie viele wir jetzt mitnehmen können. Einen Elfen-Axtkämpfer und einen Zwergenkeulenkämpfer. Ich möchte gerne einen Zwerg noch dabei haben, wenn es irgendwie geht. What up? What up? Komm mit. Yeah. Noch einer. Sehr gut. Sehr gut ist das. Customize. Subscriber. Subscriber. Shit. Bin ich jetzt gar nicht sicher, wie es geschrieben wird. Sekunde. Ah ja, Fractory nehmen wir. Meine wertgeschätzten LP-Kollegen auf einem anderen Kanal. Müsst euch mal von denen die Slender-Videos angucken. Habe ich mich weggeschmissen. Ziemlich lustig. Auf meinem Kanal ist ein Link dazu, zu denen. Gott, ich sollte ja nicht meine Subscriber abgeben. Alles klar. Nummer 2. Wir sollten jetzt
Zu dritt werden wir doch wohl mit so einem Fischmenschen fertig, oder? Oder vielleicht zu viert? Zu viert etwa? Ah, okay. Zwei Leute können wir am Anfang nur mitnehmen. Was willst du machen, wa? Dann würde ich sagen, auf ins Dunkel. So, hier geht's nämlich runter, wie immer an den Schlössern. Boah, als ich das erste Mal diesen Eingang zu den Katakomben gesucht habe und nicht wusste, dass die in den Burgen sind, ich bin so ewig rumgelaufen. Puh, wir haben noch nicht mal Steine zum Werfen oder Pfeile, das ist ein bisschen doof, glaube ich zumindest. Wir haben eine Bismut-Bronze-Kampfaxt und ein Eisenschild. Wir sind in Höhlen-Spinnen-Seide oder so. Na, Seide, weiß ich nicht, Leinen gekleidet. Wir haben Socken aus Schweinehaar, geil. Und Schuhe aus Lama-Wolle, was geht ab? Das muss man auch erstmal haben. Large Copper Dagger. Das ist natürlich immer der Anfangsdolch, den man immer hat. Das ist natürlich eine gute Wurfwaffe. Okay, wie schleicht man nochmal? Nein, was war das? Keine Ahnung. Okay, ich schleiche. Warte, der rennt schon los. Wieso rennst du? Wohin rennst du? Okay, ganz ruhig. Norden, Osten, Süden oder Westen? Osten. Wir gehen nach Osten. Und jetzt wird alles noch langsamer, weil ich schleiche. Oh nein. Nein, zurück, zurück, zurück. Oh, Blut. Oh, fuck. Wow, es ist vorbei, ich sag's euch. Was ist, wer ist einer von meinen eigentlich schon gestorben? Ja, es sieht schwer so aus. Oh mein Gott. Fragnery hat tatsächlich 5 Sekunden überlebt. Ja, Fragnery liegt in einem, hier liegt nur Fragnerys Kopf und ein Haufen von Kotze und Objekten. Ja, das sind Elfenkämpfer. Wir sind komplett tot. Wir werden nicht mehr einen Schlag loskriegen, gehe ich mal von aus. Okay. Wir greifen den Schwertkämpfer mal an. Die sind einfach so schnell in dieser Version von Dwarf Fortress. Sind so schwer zu treffen und treffen selbst so gut. Das ist echt fies. Wir haben eine gute Möglichkeit, seinen rechten Unterarm zu treffen. Versuchen wir das und hacken da mal rein. Wow. Cool, wir haben dem Schwert mal den Arm abgesäbelt. Nicht schlecht. Und er trifft uns nicht. Gut, gut, gut. Das ist doch gar nicht so schlecht. Locust Hand lebt auch noch. Und wir kriegen. Gucken wir, versuchen wir mal den Unterkörper zu treffen. Zack. Mist, blockiert. Okay, wir werden verfehlt. Und Locust Hand wird auch verfehlt. Gut, 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 gut. Wir machen das hier schon. Keine Panik. Versuchen wir den Oberkörper. Hack. Und sie springt weg. Shit, jetzt muss ich mich bewegen. Okay. Komm schon, jetzt hau mich ab. Ich habe einen Pfeil im Kopf stecken. Oh, fick dich, Elf. Ja, die Fernkämpfer, das ist natürlich mies. Aber ich bin nicht tot. Also der fliegende Bronzepfeil trifft dich im Kopf, zerstört den Muskel und verletzt den oberen Wirbelsäulen. Ja, die obere Wirbelsäule verletzt. Und auch eine Ader wurde, oder ein, ja, eine Sehne wurde in der Wirbelsäule zerrissen. Das hört sich extrem schmerzhaft an. Ich blute und da ist ein Wort, das heißt Pain und das blinkt gelb und rot. Das kann kein gutes Zeichen sein. Okay. Ich guck mal, kann ich mich überhaupt bewegen? Ich kann versuchen wegzulaufen, glaube ich. Das ist das Einzige, was mir gerade so einfällt. Locust Hand, vielleicht. Ich meine, mir geht's gar nicht so schlecht. Ich habe nur Schmerzen, ich blute schon nicht mal mehr. Oh Gott! Boah, habt ihr es gesehen? Der hat halt immer diese scheiß Elfenhammer irgendwie 4 Züge, während man einen hat. Okay, der lasht mich mit seiner komischen was auch immer Peitsche ins linke Bein. Und macht den
Knochen ein bisschen kaputt und ich falle hin. Das heißt, ich muss aufstehen. Da gibt's keine andere Option, glaube ich. Hä? Ich kann nicht aufstehen. Oder? Oder nehme ich hier nur falsches, drücke ich nur falsch. Gucken wir mal kurz. Blablabla. Nee, L ist, glaube ich, oder? Nee, S ist schon richtig, aber ich kann anscheinend nicht aufstehen. Na gut, dann versuchen wir mal vom Boden aus anzugreifen. Right upper leg. Leicht. Ha! Ja, der Elf springt weg. Und dann haut er mir nochmal aufs Bein. Und dann hau ich nochmal zurück und hau wieder daneben. Und dann... Ja, dann haut er mir halt so durch den Kopf ins Gehirn. Das habe ich dann nicht mehr überlebt. Shit. Gucken wir mal, was Logisland noch so macht. Lassen wir mal so ein paar Züge vorbeilaufen, ne? Oh! Gucken wir mal, ob Logisland sich besser schlägt. Das ist schließlich auch ein Elf. Mach mal was. Okay, er springt weg. Komm schon. Seht ihr noch was? Hallo? Ah! Scheiße. Wieso läuft es denn auf einmal so langsam? Keine Ahnung. Irgendwie kann ich es nicht weiterlaufen lassen oder zumindest nur extrem langsam. Komisch. Na gut, was auch immer. Logisland, du sag einfach mal, du hast überlebt und gewonnen und hast einfach alle in den Katakomben umgebracht. Bilden uns das mal ein. Finde ich schön. Cool. Ja, Freunde. Gucken wir, wir können uns natürlich noch... wir können uns noch... Beenden mal das Spiel. Ja. Und können uns natürlich einfach nochmal die Geschichte von unserem Helden ansehen. Manhandle. Die ist bestimmt spektakulär. Wie war das? Start playing Legends? War das nicht so? Ich glaube, das war so. Historical Figures. Suchen. Da. Manhandle. Ah, da ist er. Okay. Ashton Manhandle war ein Zwerg, der im Jahre 68 geboren wurde. Er war von unbekannter Herkunft. Er war von unbekannter Herkunft, aber trotzdem wurde allgemein eigentlich angenommen, dass Ashton Manhandle vom Schicksal als der Durchführer wir waren der Auserwählte. Ganze 5 Minuten lang. Im Mittsommer von 125 hat Ashton angefangen, die Welt zu bewandern. Im Mittsommer von 125 wurde Ashton ein Gegner von der Gesellschaft der Forde, der Fjords, okay. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Im Mittsommer von 125 wurde Ashton niedergeschlagen vom Elf Nitho Brunchmatched mit einer Bronzepeitsche in Parchdodor. So hieß anscheinend die Stadt, in der wir waren. Ja. Krasse Geschichte, wa? Tja, Leute. Das war mein Weihnachtsspecial für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Guckt euch den Podcast an. Da gibt's der ging insgesamt 4,5 Stunden und wird in 2 Teilen hochgeladen. Das ist ein bisschen mehr Material. Bis dahin, ich wünsche euch noch ganz schöne Feiertage. Esst viel Mist und werdet feist und rundlich. Das macht Spaß. Und ja, gut. Einen schönen Tag noch.